Willkommen zurück bei Dying Light. Wir suchen den guten Yusuf aus, auf. Der ist oben. Da vertickt jemand falsches Antizin in der Stadt. Gepanschtes. Und das macht die Leute nicht gesund, sondern eher noch viel kränker. Wie weit hoch müssen wir denn noch? Ach genau, das ist der Typ auf dem Dach. Hockt der hier rum? Mahlzeit. Yusuf? Nee. Der ist bestimmt weiter oben. Ja. Genau. Yusuf. Ach, guck mal, jetzt wird der Punkt auf der Karte wieder angezeigt, allerdings unter uns. Wenn ich jetzt hier runtergehe, dann ist nur wieder der gelbe Bereich da, in dem er sich irgendwo befindet. Was denn der Typ sich versteckt? Hä? Wo soll er denn sein? Ach, hier hockt auch noch jemand. Bist du Yusuf? Jo. Yusuf? Willkommen bei Yusuf. Was du suchst, ist schwer zu kriegen? Dann frag Yusuf. Yusuf hat alles, was du brauchst. Ich brauche Antizin. Aber ja, natürlich. Freund, heute ist dein Glückstag. Nein, Yusuf, es ist dein Glückstag. Du kannst reinen Tisch machen und mir sagen, woher das gefälschte Zeug stammt, das du Bahir verkauft hast. Bahir? Bahir, sagst du? Ich kenne keinen Bahir. Er wäre an deinem gepanschten Antizin fast gestorben. Gepanscht? Bist du sicher? Es taugt nichts? Ich habe den Kerlen ganze 10 Ampullen abgekauft. Für gutes Geld. Kerlen? Ja, das ist eine heikle Angelegenheit. Wer, Yusuf? Mir geht gleich die Geduld aus. Da ist ein Gebäude neben der Apotheke. Da hausen ein paar Überlebende drin. Ich weiß nicht wie viele. Ich war noch nie drin. Sie haben Arzneien. Einiges davon ist echt. Wohl aus der Apotheke. Aber sie stellen auch selbst welche her. Mein Kontakt ist ein Kerl namens Bento. Okay, die restlichen Ampullen verbrennst du. Aber die waren schweineteuer. Wenn du weiter mit diesem Zeug handelst, wird's um einiges teurer. Jo, dann dürften wir wieder runtergehen und die Apotheke überprüfen. Ach nee, warte mal, die befindet sich wohl im Turm. Ah, das ist ja noch besser. Eigentlich wollte ich wieder raus in die Stadt, aber bei Tag ist ja da nicht so viel los. Ich möchte echt gerne mal bei Nacht dort runter und gegen die besseren Zombies irgendwie versuchen vorzugehen oder zu kämpfen. Müssen noch weiter runter. Ich möchte jetzt hier nicht die ganze Episode eigentlich im Turm verbringen und hier bloß hoch und runter latschen. Ach nee, okay. Doch nicht im Turm, wie ich es mir dachte. Es geht einfach nur zum Fahrstuhl runter. Warum es hier nicht reicht, dass ich F nur antippe? Wahrscheinlich, damit ich auch nicht aus Versehen runterfahre. Slums. Gute Nacht, Mr. Bahir. Weiter geht's. Jungs. So, hast du irgendwas für uns? Ne. Wir haben doch auch Wurfsterne. Die rüsten wir mal aus. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg zur Apotheke. Wir haben jetzt auch ein paar Wurfsterne dabei. Die würde ich direkt gern mal testen, wenn wir die ersten Zombies sehen. Ah. Ha. Überall noch Geld drin. Ich frage mich, wer für 19 Dollar telefoniert. Wir haben auch schon mal irgendwie 50 Dollar oder so rausgeholt aus so einer Telefonzelle. Ist wohl ein Ferngespräch. Oh. Hey Leute. Da, jetzt ist er weggegangen. Wow. Geil. Ey, die hauen echt rein, die Wurfsterne. Ey, ihr Deppen. Genauso wie unsere kleine Elektromaus hier. Huch, hat uns doch erwischt. War ich zu gierig. Zigaretten.
So. Was ist denn das Grüne da auf der Karte? Komisch, wird jetzt hier nicht angezeigt. Aber da oben auf der Minimap, dort jetzt von uns aus gesehen im Süden sozusagen, diese Barriere oder was das war. Crane, Yelena. Ja, was ist? Wir haben noch zwei Ampullen mit Säureantizin gefunden. Bracken ist stinksauer. Logisch. Und bei hier? Stabil. Aber hätten wir ihn 10 Minuten später gefunden, sähe das anders aus. Das Zeug tötet Crane. Sie müssen diesen Panschern unbedingt Einhalt gebieten. Mach ich. Haha, der hat in die Wirbelsäule geschossen. Schade, wir können davon, glaube ich, auch gar nicht so viele mitnehmen. Wir haben nur noch einen dabei. Ich würde sagen, den verhauen wir noch. Oh, sehr gut. Und dann müssen wir auch erstmal wieder... Ah, verdammt. Unser kleines Rohr hier reparieren. Oh ja, das ist schon kaputt. Wo war das gleich? Hier. Ach, schade, wir können es nur noch einmal reparieren. Boah, was ist denn mit der los? Habt ihr das gesehen? Ist erstmal voll hier hingeflogen. So, Freunde. Was ist denn hier los? Die fallen hier alle hin. Läuft gut mit den Molotow-Cocktails. So, kippen. Alkohol. Ah, sorry, ich musste gerade wieder husten. Hier vielleicht was Nützliches. Oh, Benzinkanister. Könnte man eine schöne Spur quer durch die Stadt legen und dann alles auf einmal abfackeln. Hier sieht es genauso aus. Oh. Oh, das ist hier super. Ein paar Klingen. Jetzt haben wir hier noch Dosenfutter. Eine Blechdose. Wofür ist die denn gut? Ach, hier ist ja schon die Apotheke. Die ist natürlich abgesperrt. Ich denke, da müssen wir von oben irgendwie reinkommen. Oh. Hallo? Okay, hier kann ich nicht angreifen. Willst du Bento fragen? Bestimmt nicht. Der ist irrer als ein Schattenjäger. Aber hallo. Was kann ich für dich tun, Kumpel? Bento. Man sagt, du verkaufst Antizin? Wer sagt das? Ein kleines Vögelchen? Derselbe, der auch sagt, dass du Dreck zusammen kochst und in falsche Ampullen füllst. Müll? Meine Formel ist um Längen besser als dieser Mist aus den GRI-Paketen. Sie hält nicht nur gesund, sondern verleiht auch Superstärke. Unglaubliches Tempo. Und Laseraugen. Ich könnte dich mit einem Blick verbrennen. Ich mach deinen Laden dicht. Ja, Yusuf sagte schon, du würdest Ärger machen. Tja, Yusuf hatte wohl recht. Und du bist so gut wie tot. Oh oh. Wow, 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 wow. Alter. Das ist ja geil, ich hab grad gesehen. Man kann die auch noch nehmen, wenn die schon am Brennen sind. Oh, Alter. Alter. Erstmal so ein... Oh, erstmal weg hier. Was ist da denn los? Die hauen aber gut rein. Das gibt's doch gar nicht. Wo willst du hin? Wir sind doch nicht fertig. Ich hab keine Ausdauer mehr. Müssen kurz warten.
Meine Güte, der Erste. Die sind ganz schön bescheuert, oder? Die können hier gar nicht hochkommen. Auf ihn! Auf ihn! Auf euch! Ihr Bastarde. Oh, wir haben wieder eine neue Stufe erreicht. Eine neue Kraftstufe. Ich denke, wir können auch mal wieder ein paar Erfahrungspunkte verteilen. Machen wir mal so lange, wie die noch brennen. Was haben wir denn hier? Überlebensrang. Da können wir einmal was vergeben. Erfahrener Rucksacktourist. Überlebensstufe 3. Fertigkeit Überlebensstarterkit. Lernen Sie den in Ihrem Rucksack vorhandenen Raum effizient zu nutzen. Erlangen Sie 4 zusätzliche Waffenslots. Das ist super. Lernen Sie aus Pflanzen Aufputschmittel herzustellen, die Sie zum Beispiel mehr Schaden verursachen, länger durchhalten, nachts besser sehen lassen oder Sie Angriffen gegenüber widerstandsfähiger machen. Nö, wir nehmen erstmal das hier. Finde ich super. Mehr Platz ist immer sinnvoll, würde ich denken. Wendigkeitsstufe hatten wir ja auch. Wurf. Was haben wir hier? Rutschen. Durch Rutschen beim Rennen schlüpfen sie durch Löcher. Das finde ich super. Das gefällt mir. Das nehmen wir auch. Oh, wir haben sogar 2 Kraftstufen. Guck mal an. Der K.O.-Drill. 10%ige Chance. Okay. Mehrfachwurf. Visieren sie mit Wurfwaffen bis zu 3 Feinde an. Okay, Panzerhaut. Je fetter sie werden, desto mehr Schaden können sie absorbieren. Oh ja, das nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Was haben wir hier noch? Nahkampfwurf. Werfen sie eine beliebige Nahkampfwaffe auf Gegner, um massiv Schaden zu verursachen. Was soll das denn? Tippen sie 2-mal rechte Maustaste an, um zu zielen. Mehrfachwurf. Ich denke, das mit dem Mehrfachwurf nehmen wir auch noch mit. War es das jetzt oder ist hier noch einer? Da hinten steht noch einer rum. Oh, wir können die Waffen mitnehmen und noch durchsuchen. Oh, guck mal, der hat so einen Clownhammer. Geile Sache. Freund oder Feind? Alter. Ist hier noch einer? Die hauen echt gut rein. Lena, hier Crane. Geschafft. Richten Sie Bracken aus, die Puncherbude hat dicht gemacht. Gut gemacht, Crane. Das freut mich sehr. Geht's Ihnen gut? Ja, aber Yusuf hatte Sie schon vor mir gewarnt. Das hatte ich befürchtet. Bracken wollte ihn einsperren, aber er war schon abgehauen. Wenn er zurückkommt, knöpfe ich mir den Kerl mal vor. Außer bei hier krallt ihn sich zuerst. Geil, 3-mal Müll gefunden. Ach, hier ist auch wieder so ein Spieler versteckt. Eine Nachricht gefunden, eine Notiz. Schlafen nicht verfügbar. Das geht wahrscheinlich nur bei Nacht. Wir haben aber eine Modifikation gefunden. Heiße Tasche-Mod, was ist das denn? Die praktischen und zweifellos unterhaltsamen Anwendungsmöglichkeiten eines Schneidbrenners in Taschenformat bedürfen keiner weiteren Erklärung, oder? Nö, habt ihr recht. Medikit würde ich mir aber mal herstellen. Dietrich hier können wir auch. Ach, guck mal, ein Metallteil, ein Dietrich. Böller. Schnüre fehlen uns. Wir haben doch. Moment. Achso, wir können jetzt sogar noch viel mehr mitnehmen hier drüben. Stimmt. Wir haben da was freigeschaltet. Ich sehe gerade die Premium-Wurfsterne. Die sind auch hier oben bei den normalen Waffen mit drin. Und nicht bei der Ausrüstung. Seht ihr das? Also die müsste ich dann hier drüben reinpacken. Wir lagern erstmal wieder ein paar Sachen hier ab, würde ich denken. Ja, das reicht. Weiter geht's. Kontaktieren Sie den GRE. Was war das hier? Nee, danke. Geht schon. Da oben ist nichts weiter. Können
Können wir jetzt den Müll durchsuchen? Nö. Schade. Oh, vielleicht hier noch was drin im Auto. Ach, geil, hier geht's sogar rein. Ach so, da ist Stacheldraht dran. Okay, das hatte ich nicht gesehen. Was ist denn das für ein blauer? Hey, was suchst du denn da? Ich will eine andere Presse basteln. Sobald Reis hier das Sagen hat, werden wir eine Menge davon brauchen. Das machen sie nämlich gerne. Amputationen. Reis steht auf sowas. Du fragst dich, woher ich das weiß? Der Mistkerl hat mich 3 Wochen lang in einen Käfig gesperrt. Ich habe viele gesehen. Oh, 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 oh. Oh, ich dachte, er greift uns an. Alter, mach mir doch nicht so eine Angst. Boah. Ein Bürger. Ah, den können wir gebrauchen. Gerade ein bisschen Schaden erlitten durch die Aktion. Oh, Alkohol, auch super. Ist ein bisschen seltener. Haben wir hier noch was? Nö, der hat schon alles leer gefuttert. Boah. Ach, hier waren wir ja schon. Halt, halt. Da haben wir doch vorhin direkt was gesehen. Die kleine Kiste hier. Ein Dietrich. Nehmen wir mit. Da müssen wir hin zum GRE kontaktieren. Ach, da müssen wir immer dorthin. Gemeine Pflanze. Wir gehen mal zu dieser gemeinen Pflanze. Ach, das war sie wohl. Ach ne, hier gibt es mehrere von denen. Müssen wir den Skill irgendwann mal erlernen, dass wir daraus auch ein paar Sachen herstellen können. Alles mitnehmen. Stehen hier noch ein paar rum? Ja. Ich komme mir gerade vor wie beim Blümchenpflücken in Skyrim. Hui, alles mitnehmen. Warte mal, ist hier hinten noch was? Ne, das sah nur so aus, oder? Ja, okay. Das sah nur so aus. Kontaktieren wir den GRE noch. Das Rohr hält aber echt ganz gut durch hier. Wir haben jetzt auch das Rutschen erlernt. Super. Boah, mit Schwung vor die Omme. War's das? Oha, der zuckelt aber noch ganz schön rum, oder? Das haben wir so auch noch nicht gesehen. Ey, du lebst. Prügel dich direkt durch die Mauer hier drüben. Alkohol. Oh, der macht Liegestütze. Ich helfe dir mal. Ah, kommst du nach unten? Ach komm schon, 3-mal auf den Kopf. Der war echt hartnäckig. Hier liegt aber viel rum. Tja, unser schönes Rohr ist jetzt leider kaputt. Statusbericht abgeben. So, leg los. Crane hier. Bericht. Der Turmboss heißt Bracken und ist definitiv nicht euer Mann. Der andere Hauptverdächtige ist eine Art Warlord. Ein Typ von hier nennt sich Rais. Er hortet Antizin und verkauft es zu horrenden Preisen. Man hat mich damit beauftragt, das abgeworfene Antizin zu bergen. Schaffe ich das nicht, müssen Sie sich was anderes einfallen lassen. Bestätigt. Sie machen Ihre Sache gut, Crane. Setzen Sie die Mission fort und geben Sie uns Zeit zum Nachdenken. Melden Sie sich, sobald Sie Antizin finden. Jawohl, Chefin. Läuft. Ah, genau so wollte ich es natürlich nicht machen. Oh, da liegt ein Glasrohr rum. Ein Gasrohr. Ich sag mal Glasrohr, so ein Blödsinn.
Wir könnten ja theoretisch auch schlafen gehen. Ich mach mal was, wir haben ja jetzt hier so eine Premium-Wurfsterne. Ach ne, jetzt kommen die doch nur hier unten rein. Das ist ja komisch. Na gut. Alter Schwede. Alter Schwede, wo kam der denn her? Oh. Alter. Mann, die können einen also auch so überfallen, dass man auf dem Boden liegt. Huiuiuiui. Ah, alle nur Kippen dabei. Das gibt's doch nicht. Ach hier, geschlossene können wir auch öffnen. Oha, Alkohol, was sonst? Das ist ein Männerfahrzeug.